Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid Up Mittwoch und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, plus am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bobserob, mit dem habe ich hier nämlich einen, das war glaube ich der erste Raid letzten Mittwoch. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Der erste Heatran-Raid, der zurück war, mit dem habe ich einen Raid gemacht. Er hat gesagt, er will seinen kleinen Account auch mitnehmen, wenn ich noch ein Handy frei habe. Jetzt habe ich ihm gezeigt, die sind alle frei. 5 Stück. Sind das 5? Ja, 5 Stück liegen da, die benutzt. 2 Stück in Benutzung. Mit einem habe ich noch das Foto gemacht. Also ihr seht, Handy-Armee am Start. Wenn es brenzlig wird, hat man da immer was dabei. Multi-Accounts, ne? Gegen die Richtlinien, legt euch keine mehreren Handys zu. Dann habe ich mit dem Lavados natürlich den beste Freundschaftslevel, Best Buddy Level erreicht. Das hat jetzt so ein komisches Abzeichen bekommen, was total komisch aussieht, wie gesagt. Hat einen Levelaufstieg, einen WP-Boost bekommen. 3492 hat das jetzt. Wie gesagt, ist ein 96er, mein anderes, mein 100er habe ich noch nicht erlöst. Das werde ich erstmal so belassen und werde erstmal gucken, ob vielleicht, wenn jetzt Lavados weg ist, vielleicht es wieder bei Arctos, Zapdos, Lavados anfängt und durchgeht, man also zweimal die Möglichkeit hat, jeden Vogel als Kryptovogel zu bekommen, dann könnte ich mir noch ein Krypto-Lavados gönnen und könnte natürlich ein 100er erlösen aus dem letzten Krypto, was ich hatte. Der Adi macht sich schon wieder hinter der Kamera zu schaffen und streift sein Gesicht an der Kamera. Hier seht ihr das, 96 und du seid jetzt beste Kumpel. Der Gefa hat dann relativ früh auch einen Shiny bekommen, ein Shiny Heatran. Ich wollte ja, wie Hong das ausgesprochen hat, wollte ich es jetzt auch immer sagen, Heatran. Ich habe leider noch keins, obwohl ich jeden Tag mindestens den freien Pass weggemacht habe. Jetzt habt ihr hier wieder einen Schwanz, weil der hier rumrennt. Stefan Landei, diesmal sogar auf dem richtigen Account, ein 100%iges Flunkiefer. Sehr cool auf jeden Fall. Schönes Pokémon natürlich, auch wenn es eigentlich unnütz ist, damit macht ihr ja nichts. Dann haben wir hier beim Hannes Red Devil Black, der hat uns gezeigt, der hat noch ein 100%iges Party-Waumpel gebrütet. Ich habe schon ganz vergessen, dass das komische Party-Event ja immer noch zu Gange ist. Als ich alle Shinies dann hatte, habe ich dann aufgehört, überhaupt Eier zu brüten, großartig, auch auf den anderen Accounts. Aber ist natürlich noch da, ihr habt immer noch die Möglichkeit, Partyhut Baumpel zu bekommen, Partyhut Pichu, alles als Shiny. Die Raids natürlich, wohin genau, Radikal, nutzt das auf jeden Fall. Dann hat er hier ein Grill Cheetah entwickelt, aus einem Grill Mack heraus, auch 100%, sehr gut auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich immer Glück beim Brüten. Bockwurst King wegen 2 WP, ihr kennt ja alte Laie, 98er, hier Tentara, 98er, meine Fresse. Dann in der Thema Rana Gruppe wurde vom Pushner sogar mein letztes Raid am Mittwoch Video gepostet, das fand ich natürlich sehr schön, Grüße gehen raus. Bockwurst King, was noch schlimmer als die 98er, sind seine... Was ist das? 93er, auf jeden Fall die immer 14, 14, 14 haben und weiter geht es, da kotzt er schon richtig, 14, 14, 14 auf jeden Fall. Robby auch mit einem Shiny Heatran, naja, bin zufrieden, wenigstens hat er auch eins, ne? Juli hier mit einem Alola Vulpix, auch ein 98er, Gefa 98er, hier mache ich auch mal mit, ein 98er Felilu. Dann wieder der Hannes, also bei dem geht's richtig ab beim Brüten. Jetzt hat er auch noch ein 100%iges Party-Pichu gebrütet. Richtig brutal. Dann Lightstorm 5 wollte ich mal zeigen. Das ist der kleine Account vom Gabriel, also vom Krypto Saphir. Der hat mir gezeigt, der hat jetzt einen kleinen Account hier. Vor allem klein, Level 40. Wechselt dann nichts. Der hat auf jeden Fall sein Regirock jetzt benannt, Ramses 1000. Sehr schön, mit dem bin ich jetzt befreundet. Bockwurst King, Shiny Zubiris, der kenne hier auf dem kleinen Account. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wenn ihr das seht, das 2145er ist ein 100%iges. Und der hat sogar gleich 2 Stück, 200%iger auf dem kleinen Account. Ich würde mich freuen, wenn ich eins auf dem großen hätte. Das würde ich natürlich hochziehen. Gandalf Julius hier auch, 100% ISO gebrütet, Juli, HBN, letztens habe ich noch gesagt, das ist so selten, dass man mal ein wildes Grandbull auch sieht. Jetzt hat er schon wieder ein wildes Grandbull da, also gibt es wahrscheinlich ein Grandbull-Nest, extra nur für ihn. Kotbrot, Shiny Zickzacks, Bockwurst
Post ging auch, Shiny Zickzacks. Der Brei nochmal mit einem Shiny Pikachu, der hat mir das letzte, was er hatte, getauscht, dass ich einfach meine ganze Familie wieder voll machen kann. Ich hatte nämlich eins, das war Lucky. Und ihr wisst ja, wie ich zu Lucky Shinies stehe, wenn die nicht legendär sind und man mit denen eigentlich nichts macht, dann will ich keine guten IV, dann will ich keine, ich will die Farbe erkennen, ich brauche da keine Werte. Und er hat mir seins damals dann abgegeben, damals, letztens abgegeben auf jeden Fall. Jetzt könnte ich das Lucky Shiny Pikachu eigentlich nehmen und wegschmeißen. Das machen wir aber irgendwann mal in irgendeiner Sendung. Bockwurst King auch hier. Ist das Ding hässlich mit einem Toxipad? Frank Behrendt ja auch Schallquab. Ihr wisst, die ganzen neuen Pokémon wurden eingeführt. Bobserob mit einem Mashok, was er, vor allem das niedrige Level, was er aber getauscht hat, ist Lucky geworden. Und ihr seht jetzt wirklich, er kann es für 0 Bonbons einfach entwickeln, statt 100 Bonbons zu investieren, einfach gar keine. Bockwurst King auch hier, Shiny Lapras aus dem Feldforschungsdurchbruch. Bockwurst King, perfekt für die 1500er Superliga. Das hat nämlich genau 1500 WP. Sehr cool, obwohl ich da natürlich auch nichts mache und nicht aktiv bin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nützlich wäre oder nicht. Aber 1500 ist schon eine richtig geniale Zahl natürlich. Genau darauf abgestimmt. Dann der Tobi auch mit dem Shiny Pikachu. Mit Partyhut, was genauso erschrocken guckt wie ihr selber da unten. Heute mit Glücksfreund getauscht. Das Dragoran hat hier getauscht. Ein Shiny Macholo auf Level 30. Die Werte sind natürlich jetzt andere. Ich glaube, das sind bestimmt noch die alten Werte. Das sind nicht die neuen. Ansonsten 12, 12, 13. Ist jetzt nicht so krass, aber das dürfte eigentlich ein besseres sein. Dann, was haben wir noch? Beim Alex Hoffi, wenn schon kein Heatran, dann halt davon Heatran. Heatran? Dann halt davon das erste Shiny Yorkleff. Bobserob auch mit einem Shiny Pikachu. Frank Behrendt mit einem Shiny Heatran. So ein Käse, der Mitchell hier mit einem Meltan. Habt ihr noch eine Switch? Tauscht ihr euch auch noch ab und zu Meltan, Boxen rüber und farmt da fleißig? Das Shiny dürft ihr momentan nicht geben, das gab es ja nur begrenzte Zeit. Aber man kann natürlich immer noch 100%ige bekommen oder ein bisschen hin und her tauschen oder eben Bonbons farmen. Aber 1 mit 111 sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. So ein Käse. Dann habe ich ja meinen Meistergriff entwickelt, eben durchs Tauschen, um Bonbons zu sparen. Ansonsten kostet das ja 200 Bonbons. Gandalf Julius ja auch mit einem 98er Heatran. Bockwurst King mit einem Shiny Pantimimi. Wirklich extrem selten, meiner Meinung nach. Hatte meins ja auch nur getauscht bekommen, was ich hatte. Jetzt habe ich auf dem kleinen Account auch eins gehabt, also hätte ich es mir auch selbst geben können. Gefer hier mit einem 98er Praktibalk. Richtig genial, würde ich auf jeden Fall entwickeln, hochziehen, nicht tauschen, hat 15 Angriff, darauf kommt es ran. Erkihai hier mit einem Shiny Heatran, jetzt habe ich den Dreh raus, mit einem Shiny eben, Wolle der Teufel, Shiny Sengo, vorbelastet zeigt uns hier, dass er sich schön meine Videos reingezogen hat, sehr schön, da freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe, dass die Leute das auch wirklich gucken. Leider nicht auf dem ersten Account, aber trotzdem krass, ein 100%iges Krypto-Kindwurm, auch beim Vorbelastet, eigentlich wäre das schon ein Schocker der Woche. Wenn ihr das erlöst, ist es dann ein 200er, nee Spaß, aber direkt ein 100er Krypto zu bekommen, ist schon auch wirklich eine Seltenheit. Sally Maus hier auf dem kleinen Account, Shiny Mushas, vorbelastet mit einem Shiny Traumato, vorbelastet, 5 Minuten auf dem ersten Account ausgebrütet, also Shiny Absol, wer noch keins hat, das kommt bestimmt irgendwann. Ich habe damals auch meins nur durchs Raiden bekommen, was jetzt auch schon wieder 10 Jahre her ist. Seitdem sind die uninteressant, aber ihr seht, manche, die haben keins, sie kriegen jetzt eins, die freuen sich übelst. Für mich ist es eigentlich gar nichts Besonderes mehr, aber es hat ja nicht jeder immer das Gleiche. Ich habe ja auch nur Glück gehabt eben. Praktibalk hier auch nochmal, noch ein 98er auch tauschen oder eher nicht, natürlich nicht tauschen, ein 98er, was willst du Besseres haben, 98 oder 100 ist sozusagen eigentlich kein Unterschied, würde ich auf jeden Fall auch entwickeln und hochziehen, auch Bobserob mit einem 98er Heatran, dann Bockwurst King wieder, das Pech hat wieder zugehauen, wieder ein 98er, diesmal Owei, seit lange mal wieder, hier ein Shiny Partyhut, wohin genau, beim Robby hat er sich gegönnt, Bobserob auch mit einem Shiny Absol, die Blechgold-Sau gerade gefangen mit einem 100%igen Mushas,
Codebrot hier auch mit einem 100% erlösten Drassler, also aus dem Crypto-Stop. Ich sag's ja immer wieder, erlösen die sich die 100er. Ich könnte ja auch ein Lavados erlösen, aber ich mach's ja nicht. Dann die Blechgoldsau, Shiny, Heatran, Gabriel, hier auch mit einem 98er Praktibalk. Also, was ist los? Das Ding ist neu und alle haben hier richtig fette Teile und ich nicht. Ich kriege immer nur Mist. Codebrot und Fischi haben hier ein bisschen getradet. Hier Lucky Aquana, Lucky Reitschuh mit 15, also ein 96er dürfte das sein. Sieht auf jeden Fall auch lustig aus. Reitschuh. Hier noch ein 98er Flunkiefer, auch Lucky. Noch ein Aquana hinterher. Sally Maus auch auf dem kleinen Account. Shiny Heatran. Knapp vorbei. 98er auch beim Pushner. Cassiopeia, eben aus dem 10er Kilometer-Ei, auch ein Shiny Shinox noch, Pokebohne auf dem kleinen Account, ein 91%iges Shiny, also auch richtig gut. Wäre ich neidisch, Mann, ich hab noch keins, die Hälfte des Monats ist schon fast um hier. Galapaphlos aus dem 10er-Ei, das auch eins der neueren Pokémon, ist eine Schildkröte, so wie es aussieht natürlich, habe ich noch nicht, habt ihr schon ein Galapaphlos, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ein wildes Hytera sieht man auch selten beim Reingefangen hier mit 113 WP. Dann Bockwurst King hier, WhatsApp, was auch der Danny schon entwickelt hat, also der Bisa Fan TV. Dann hier der Bockwurst King, wer kennt das nicht? Von Dragon Ball, den Typ, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, keine Ahnung, auf jeden Fall guckt er sich hier Bilder an von Rosana und finde das wohl sehr ernüchternd, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo findet man solche Bilder? Ich meine, das Pokémon-Bilder nachträglich reinzumachen, okay, aber wieso steht der Typ ohne Hose da? Ist das normal? Gibt es das wirklich so irgendwo in der Folge? Dann das Dragoran wieder, yes, mit einem 98er erlösten, wohin genau? Wieso freut man sich denn da so? Dann gab es wieder mal Shiny Pandir, was mir die Pandir Beauftragte, das habe ich letztens im NHR-Stream schon gesagt, ihr müsst euch eine Shiny Pandir Beauftragte zulegen. Pupsi hat also wieder mal ein Shiny Pandir auf ihren Accounts gesucht, wie auch immer. Durfte ich mir dann wieder rübertauschen, sie sucht immer die Pandirs für mich, das finde ich sehr schön. Dann Dragonite, nochmal das Dragoran. So schaut aktuell bei mir aus hier, 0% Fail mal aufgehoben. Der hat hier ein 100er X-Bud erlöst, ein 100er X-Bud erlöst, noch ein 91er Golbat erlöst, ein 96er Golbat erlöst und ein 0%iges Fail. Sprich, das hat er erlöst, das hatte 0%, aber danach hat es ja 222 gehabt, weil er vorher nicht drauf geachtet hat. Er hat es trotzdem 0% Fail genannt noch. Dann habe ich natürlich Brokkolos entwickelt. Auch sehr brutal, sehr mächtig, kommt auch sehr hoch, auch auf über 3000, ich glaube 3331, habt ihr ja gesagt in der einen Folge, in dem einen Stream, meine ich. Jetzt muss ich noch Bonbons farmen gehen, ein Laukaps. Ist Laukaps sinnvoll? Ist das was Mächtiges? Ich glaube nicht, trotzdem ein 100er nimmt man natürlich gerne mit. Fischi zeigt uns hier, Monde fühlt mit. Das war nämlich genau der Fail der Woche, als ich einfach das Electek entwickeln wollte, das Shiny, damit ich die ganze Familie vollständig habe, habe aber aus Versehen es nochmal entwickelt, weil das Handy gehangen hat, hat es einfach einen Stein drauf geworfen, einen Sinostein. Es hat es nochmal entwickelt, dann hatte ich zwei Shiny Elevoltek und mir fehlt jetzt ein Shiny Electek. Und wie ihr seht, selbst Monde greift sich ins Gesicht und sagt, oh mein Gott. Nägelmon hier mit einem Shiny Carvador noch, Dagro mit, auch mit einem 98er Heatran, Dagro mit einem, bei dem ab, 98er normales und 98er shiny, kann man mal mitnehmen natürlich. Dann bin ich wieder aufgestiegen mit Mäusekind zu Glücksfreunden, habe mir natürlich wieder mal ein Riolo rübergetauscht, wie ihr seht, und es ist schon ein 96er geworden und hat wieder nur 14 Angriff. Ich gebe es wirklich auf, ich raff es nicht, einfach nur Riolo, ein Glücksriolo nach dem anderen hin und her, und was passiert? Jedes Mal 14 Angriff, wenn überhaupt. Ich will doch nur eins mit 15 Angriff. Selbst wenn das ein 91er wäre mit 15 Angriff, ich würde das hochziehen als Lucky Pokémon. Dann habt ihr hier Stefan Landei, klares Statement, das sieht man nicht ganz, aber hier. Open or Kick, wenn ihr nicht öffnet, fliegt ihr raus, also so ist es.
Dann Bockwurst King nochmal mit einem Shiny Roselia, Sally Maus hier auf dem kleinen Account, Shiny Sneebel. Juli hat ein 100%iges Lapras erlöst, auch sehr schön natürlich. Das ist das Praktibalk, was ich heute aus dem 10er-Ei gebrütet habe. Seht auch die Werte, richtig bescheiden. Ich hätte auch gerne einen 98er. Das natürlich dann zum Tauschen für andere, vielleicht kriegt man da noch ein besseres, vielleicht mit dem Extreme. Den hat er auch eins, wir sind Glücksfreunde, wir haben jetzt schon seit einer Woche nicht getauscht, obwohl wir seit einer Woche tauschen hätten können. Gerade auf dem zweiten Account gebrütet, ganz starke WP, wo man sich denkt, wie funktioniert das, dass der ein WP 16er Goldbild ausbrütet. Aber sein Account hat, glaube ich, Level 10. Und ihr wisst ja, eigentlich solltet ihr erst Eier brüten, wenn ihr Level 20 erreicht habt. Denn dann sind auch die Pokémon in den Eiern auf dem Max-Level, was es aus Eiern eben haben kann. In dem Fall eben Level 20. Ihr wisst, in der freien Natur könnt ihr bis Level 30 fangen, durch den Wetterboost auch 35. Und aus Eiern kriegt ihr 20er, wenn ihr aber natürlich Level 5 seid und brütet ein Ei, dann habt ihr keinen Level 20er Pokémon. Bei Raids funktioniert das. Wenn ihr als Level 5er direkt den ersten Raid macht, könnt ihr ein Level 20er Pokémon bekommen, obwohl ihr Level 5 seid. Aber aus Eiern sind die Level der Pokémon eurem Level angepasst. Deswegen, wenn ihr müsst mindestens Level 20 sein, dass das Pokémon auch Level 20 hat. Wenn ihr 30 seid, hat das immer noch Level 20, das geht ja nicht höher. Aber egal, er hat danach auf jeden Fall noch geradet und noch einen Shiny Shinux bekommen, auch sehr schön. Sally Maus hier, WP10er, Shiny Carpador, ja, da ist es endlich gleich entwickelt. Bonbons hat sie ja, obwohl, sie hat doch schon ein rotes Garados, ist doch unten angezeigt. Dann nochmal von Terrorziegel, ich weiß nicht, wieso ich das mit reingenommen habe, vielleicht hat jemand Bedarf. Ein Hodenstaubsauger für 40 Euro, da werde ich zupacken. Dann das Dragoran nochmal, endlich mal einen Lauf, hier Shiny Mauzi mitgenommen. Posieren vom Rathaus, sieht auch sehr schön aus, das Bild auf jeden Fall. Und ein Krypto Shiny Absol. Ich muss sagen, die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich die normalen Shinies habe. Reicht mir das? Es gibt natürlich Verrückte, die auch versuchen, jedes. Ich habe Brandon Tan hat vorhin irgendein Video habe ich gesehen, dass der jetzt 1000 Dollar, 1000 Coins ausgegeben hat. Ich weiß nicht, irgendwas hat er gemacht, der hat auf jeden Fall 50 sich so blöde Radare gekauft, damit er auf Krypto Shiny Hunting gehen kann, Jagd. Dann haben wir hier noch ein Shiny Zickzacks. Als? Nee, nicht als letztes. Ein Shiny Zickzacks nochmal von. Wie ist denn das? Dasselbe hier. Das ist hier drüben. Hä? Genau. Auch noch vom Dragoran. Und zum Abschluss hat der Junior alias Rupasch aus der Feldforschung bekommen. Er will auch mal im Video sein. Der Konstin also hier mit dem kleinen Account. Rupasch, auch ein Shiny Lapras aus dem Feldforschungsdurchbruch. Das war's jetzt mit den Highlights. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Thomas Samaschke. Der hat nämlich hier ein Pachirisu sich ertauschen lassen. Ich glaube, ohne Glücksfreunde ganz und gar. Ihr wisst, die Kontinentalen sind ja immer so Ware, die jeder haben will. Er hat ein Pachirisu bekommen und das ist beim Tauschen einfach lucky geworden und ein 100%iges. Das ist mal eine Seltenheit, das sieht man auch nicht jeden Tag. Pachirisu auf jeden Fall, ist schon ein bisschen älter jetzt, das zählt die ganze Zeit schon mit rum. Ich hatte keine Möglichkeit, das irgendwo mit einzubinden. Jetzt habe ich es mit eingebunden, jetzt ist es da auf jeden Fall. Ihr seht das jetzt hier, Thomas Samaschke, 100% Lucky, Pachirisu, richtig genial. Und jetzt verstehe ich auch, wieso die Leute letztens im Stream gemeint haben, dass meine Stimme im Stream irgendwie anders ist, als in meinen Videos normal. Jetzt fällt mir das auf, weil wenn ich hier sitze, rede ich irgendwie schneller, da rede ich irgendwie aufgebrachter, irgendwie emotionaler, als wenn ich im Stream bin. Im Stream hänge ich einfach nur da und bin einfach richtig gechillt und ich kriege den Mund kaum auf und kann kaum was sagen. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere, ne? Seht ihr mich mal von einer ganz anderen. Wo ist der Adi schon wieder hin? Der hat bestimmt schon wieder irgendwelchen Mist gebaut. Ich gucke jetzt mal nach dem Adi, was der gemacht hat. Nach dem Adi, was der gemacht hat, denn eben war er noch hier, jetzt ist alles ruhig. Zu ruhig. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Das war's aber von den Highlights der Woche, vom Schocker der Woche. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Raid am Mittwoch und Pokémon Go mit Ramses. Yeah. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.